Wollen wir langsam, wo soll es jetzt hingehen? So vom Gedanken? Postplatz. Gut. Und dann dachte ich dann rechts weg, Augustusbrücke. Aha. Ja, dann wenn man ja schon in Dresden ist, sollte man die Ecke definitiv mitnehmen. Ja, dann, wir können dann, genau, fahren wir erstmal Augustusbrücke. Und dann dachte ich dann links in der Leipziger gehen, eventuell, je nachdem wie wir zeitlich dann liegen, am Neustadter Treen, nochmal eine kleine Runde. Ja. Es kommt eine Weiche, die wir jetzt mal als Folgeweiche gerade ausdrücken müssen. Hier mit dem F. Gerade. Wir biegen die rechts ab. Nee, nee, alles schon gut. Nur die Weiche. Andere ist schön wegen der Ampel unbedeutend. Aber es sind ja auch drei Richtungen. Ne? Die, ja. Wir folgen also dort dem Zug, der hier steht. Wir haben eine Vorfahrt zu beachten, dass wir keine Ampel, wir wollen erstmal los. Kommt auch noch nicht, doch, da kommt einer. Da müssen wir vielleicht nochmal bremsen. Ja, bleibt nochmal stehen, das ist die 4, weil das wäre jetzt fair. Wir sind wartepflichtig. Und das wäre jetzt dem gegenüber vielleicht nicht unbedingt so fair. Jetzt geht doch immer vor. Und dann machen wir los. Wenn er verzichtet, okay, akzeptieren wir das. Er sagt sich auch, wir können durchfahren, er nicht. Ja, aber wir haben auch verschiedene Szenarien manchmal erlebt, dass du dann an der Ampel dann trotzdem stehst und stehst und stehst. Du willst durchfahren, du willst durchfahren, du willst durchfahren. Den müssen wir hier natürlich nochmal nehmen. Genau. So, jetzt, wir können vorfahren nochmal beschleunigen. Kann natürlich sein, dass wir trotzdem das frei nicht kriegen. Müssen wir mal gucken. Das Haar ist jetzt nochmal gekommen. Schön bis an die Linie ran, also keinen Meter verschenken. Und wir sehen, wir haben nie gewonnen. Mal gewinnst du, mal verlierst du. Wir machen nochmal die Türbedienung auf und zu. Manchmal spielt dieses Türkriterium mit einer Rolle. Hier ist es abends wieder anders für die Linien als jetzt am Tag. Mhm. Ja. Das auch? Ja. Also okay, ja, super. Und bei dem E? Habe ich sogar noch den Ball drauf gekriegt. Ja. Ja, die Sonne hat manchmal normalerweise richtig voll. Also, sind ja jetzt natürlich keine Bäume, aber der Fotograf sagt, Sonne ist teilweise auch nicht gut wegen Schatten, sondern so ein bisschen bedeckt. Ja. Weil der Radfahrer nicht mal rot hatte. Ja, der ist aber vielleicht bei grün noch losgefahren. Flaschenkrieg. Bis er drüben war. Ne? Zu DDR-Zeiten war doch mal hier mitten auf der Kreuzung, hat sich doch mal einer am Drehgestell rausgerissen. Nee, die Radscheibe weggeflogen. Radscheibe weggeflogen. Sah aber jedenfalls nicht gerade sehr gesund aus. Nee, den muss ich mal verzögern, das war vielleicht nicht, war mir da noch weit in der Kreuzung. Der Elende, da haben sie den Elend aufgepackt, was haben sie hier gemacht? Jetzt fahren wir hinterher. Die haben sie Elend aufgepackt, den Elend, ja, da haben sie ein bisschen Platz. Wir müssen jetzt ranfahren. Hatten sie bloß bis hier ins Gleis gekriegt, dann ist er über ein Gleis mit ins Drehgestell. Ja, oh, shit. Stand auf einmal dazwischen. Auf alle Fälle gab es irgendwelche mechanischen Kräfte, die da eine Rolle gespielt haben. Ja, das kein Problem, war aber auch zu der Zeit, wie das passiert ist, war das ja aber hier auch eine Kraterlandschaft. Ja, komische Thomas, Dings lang. Ja, aber ich behaupte mal, dass auch damals gut über die Bremsscheibe im Gleis ist, da gab es sicherlich den Grund. Wir haben ja auch schon Fälle gehabt, wo Fahrer an der Weiche getrieft haben und sie sind links.
nichts geworden, wie jetzt in Cottbus die Geschichte. Vielleicht können wir noch mal zügig bis zur nächsten Haltestelle rüberdüsen. Erst jetzt kommt die 3. Und wenn das eben eine weiße Tafel wäre, dann müsste davor was Langsameres gewesen sein. Mhm. Ich renne gerne mal hier bei Holzrüben. Das hat jeder andere nie auszuschließen. Gleiches Spiel, hinten wieder an der Bahn, mit Vorsicht lang. Kommen vielleicht nochmal geben. Ja. Wir halten mal ja vielleicht nochmal an, dass die das noch schaffen. Wir brauchen das Signal nicht, wir können auch weiterfahren. Und vorne werden wir es vielleicht jetzt nicht mehr schaffen, wo die jetzt sowieso bei Rot sind. Der Ort war nochmal links. Und der zieht durch. Ja. Oh, ja, nur die Kuppel, weil er seine Ding auf der Hand hat. Aber da ist er weg. Warte mal, ist das schon mal für einen Vorteil, als wenn einer hier stur steifen auf meinen Haus guckt, ne? Ja. So, genau, die bleiben stehen, die machen es diesmal richtig. Und wenn ihr mit dem Fahrrad, mit dem grünen Fahrrad fährt, haben wir dann wiederum an der Stelle erst die Anmeldung von rechts und dann die Weichung von rechts. Und es bleibt eine Nebenstraße, das ist natürlich schon ein bisschen schwer kommt. Ein bisschen schwer verständlich. Wir kriegen jetzt hier haben eine rote Ampel, die jetzt für die Straßenbahn ausgeht. Lass mal langsam, sie ist noch gesperrt. Jetzt können wir blinken, dann warten wir jetzt. Kurzen Gang. So, dann machen wir den. Oh, viele sorgen sich, die Glocke bleibt da stehen. Die bleibt nicht stehen. Die Weiche. Ja. Rechts wieder. Ja, aber das Missverständnis schaffen wir ja. Der hätte wie gesagt, nee, stopp. Und die wollte nicht. Entweder zu spät gedrückt oder was? Oder soll ich nochmal gehen? Ja, klar, gerne. Hier ist ein bisschen unscheinbar auf dem Punkt. So, die Tür muss auch mal zu sein. Rechte Lampe. Sind die rot und auch nicht mehr traut, die waren jetzt pink. Aber ich habe vorhin gerade eben stehen sehen, hier am Dornischen Platz hatte, das war so ein Cabrio, der war schon pink. Ne? Ich habe das erst von April-Schütz geguckt, halt ich oben, aber und dann guckte ich genau aufs Datum von der Meldung, ich denke, scheiße, der 1. April war vorbei. Okay. Schöne Sambo. Immer wieder schön, da kriegst du immer wieder Gänsehaut, wenn du eigentlich nicht hier warst. Ja. Müsste öfters kommen. Ja, bei der Entfernung.